Das Tolle ist ja, dass wir jetzt HIV behandeln können. Und damit werden die Leute sozusagen nicht mehr krank, wenn sie frühzeitig mit der Therapie beginnen. Das heißt, die erreichen eine normale Lebenserwartung. Als solche haben wir natürlich einen steigenden Anteil von älteren Menschen mit HIV. In der Tat ist es jetzt so, dass im Moment ungefähr 50% der Menschen mit HIV in Deutschland über 50 Jahre alt sind. Wie sieht nun das Leben aus für jemanden, der schon sehr lange HIV hat, also in den 80er Jahren diagnostiziert wurde? Das sind oft schwierige psychosoziale Bedingungen, unter denen die Menschen leben. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass damals bei der Diagnose das ein absolutes Todesurteil war. Das heißt, man hat gesehen, wie Freunde gestorben sind. Man fühlte selber, dass das Leben nur sehr kurz sein würde und hat sich überhaupt nicht auf ein langes Leben eingestellt. Hinzu kommt, dass man ohnehin als älterer Mann, der gerne Sex mit Männern hat, oft sowieso sich in gewissen Rückzug befindet. Man erfüllt nicht mehr die Schönheitsideale, man sieht nicht mehr aus, wie wenn man, ne, aus dem Gym kommt. Und Kontakte sind schwierig geworden, weil viele Freunde von früher gibt es nicht mehr. Die sind an den Folgen von HIV und AIDS gestorben. Und das macht das Leben für viele, glaube ich, sehr einsam. Ich bin Christian, ich bin 58 Jahre, ich komme aus Neuss. Ich bin seit 2003 positiv getestet. Ich hatte dann, nachdem ich im Oktober letzten Jahres dann, was die Prostata angeht, krebsfrei gewesen bin, einen Monat später in einer Routinekontrolle dann die Diagnose, noch einen Analkrebs zu bekommen, wo sich da auch bewahrheitet, wohl das Krebsrisiko einfach bei einem positiven Menschen höher ist. Erkrankungen, die bei HIV eine besondere Rolle spielen, sind zum Beispiel bestimmte nicht AIDS-definierende Krebserkrankungen. Dazu gehört zum Beispiel das Analkarzinom, dazu gehören aber auch andere Entitäten. Also wir müssen immer so ein bisschen gucken, auch nach Tumorerkrankungen. Welche Rolle spielen Depressionen bei HIV-Patienten? Also es gibt Untersuchungen an Kohorten, dass wahrscheinlich sogar 50% aller Menschen mit HIV eine Depression haben. Das ist viel höher als in der Normalbevölkerung. Und da spielen natürlich verschiedene Aspekte eine Rolle. Das Annehmen der Diagnose, die Ausgrenzung von Familie oder wem sage ich das? Wem kann ich das überhaupt mitteilen? Und selbst im, sagen wir mal, sogenannten schwulen Kontext in der Szene gibt es durchaus Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV. Das ist etwas, was bis heute eigentlich aktuell geblieben ist. Ich glaube, dass Pflegedienste und Pflegeheime nicht vorbereitet sind für Menschen mit HIV. Die Sorgen und Ängste, mit denen ältere schwule Männer an uns herantreten, wenn es darum geht, einen Pflegeplatz zu finden oder eine Altenhilfeeinrichtung, die geöffnet ist, das sind dann auch die Herausforderungen für uns, wenn wir an die Altenhilfeeinrichtungen herantreten. Oftmals wird der Bedarf gar nicht gesehen. Warum, also wo ist der extra Pflegebedarf für eine ältere schwule Person, die im Pflegeheim ist, wo wir dann auch ganz stark darauf abheben müssen, dass die ein diskriminierungsfreies Umfeld brauchen. Ich habe mir eine heterosexuelle Identität damals für mein Arbeitsleben zugelegt. Das will ich in einer Altenpflegeeinrichtung nicht wiederholen müssen. Also ich will da kein falsches Leben leben, sondern das, was ich wirklich mir erkämpft habe, muss auch für meinen Lebensabend dann gelten. Würdevolles Altern bedeutet für mich, dass jeder Mensch leben kann, wie er möchte und nicht nach seiner sexuellen Orientierung oder irgendeinem Krankheitsbild beurteilt oder verurteilt wird.